Hallo und ich komme der Gerd macht's. Schön, dass ihr dabei bist. Freut mich sehr. Ja, heute will ich was Schönes, was Leckeres, was Altes, was Geiles, was Geschmackvolles und ganz, ganz Einfaches. Eine Bauernpfanne mit einfachen Nackensteak mit Bratkartoffeln. Aber keine einfache Nackensteak. Ich stehe auf Durochschwein und heute habe ich mir was anderes gegönnt, ein Parmaschwein. Ich habe schon mal Parmaschwein gehört. Ein paar Mal Schinken habe ich auch schon mal so gerochen. Ah, einmal gekocht. Dann siehst du hier oben, was ich da gekocht habe. War lecker. Saltim Bocca. Kannst du hier oben anklicken. Am besten du abonnierst meinen Kanal, aktivierst die Glocke und verpasst du kein einziges Video von mir. Und das ist so ein geiles Stück Fleisch von meinem Parma-Schwein. Richtig schön durchwachsen. Richtig große Maserung. Wie bei einem Wagyu-Rind. Und das duftet so lecker. Oh, bin gespannt, wie das schmeckt. Ja, dazu gibt es ganz normale Bratkartoffeln mit etwas Bacon, Knoblauch. Ja, Kartoffeln habe ich gestern gekocht, Pellkartoffel, wird übergeblieben, wird nichts verschwendet, werden Bratkartoffeln gemacht. Und natürlich in meinen kleinen Gusseisenpannen. Und wenn ihr auch gespannt bist, wie das näher aussieht, dann bleibt mal dran, schaut zu und genießt mein Video. Ja, die Pfanne wird langsam wärmer. Jetzt kommt etwas ganz normale Sonnenblumenöl. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, dann kommen schon ein paar Kräuter rein. Also ich habe hier frischen Rost und Strauch gezupft. Zwei Stückchen kommen mit da rein fürs Geschmack. Dann etwas Knoblauch und auch frisch von Strauch gezupft habe ich hier mein Lorbeerblatt. Die Pfanne mache ich nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Wenn die Pfanne zu heiß ist, dann wird sich Fleisch nach oben krümmen wie so eine Schuhsohle. Ich habe versucht, etwas... Die Haut habe ich hier ein bisschen was angeschnitten, damit das jetzt nicht praktisch sich so zusammenzieht. Aber ist noch etwas zu kalt. Wenn jetzt anfängt zu schischen, dann kommt schon mein Fleisch rein. Ja, die Pfanne hat jetzt etwas, ja, die Temperatur glaube ich reicht. Guck mal, wie geil das Fleisch aussieht. Das ist. Oh, und wie lecker das ist. So, jetzt kommen die Nackenkoteletts oder Steaks da rein. Ist ja kein Kotelett, ist ja ohne Knochen. Da werden die schön angebraten von beiden Seiten, rausgeholt. Und dann wird in diesem Öl, in diesem Sud, Bratkartoffelchen gemacht. So Hitze reduzieren, damit das langsam brät, schöne, geile Kruste kriegt. Und natürlich schöne Röstaromen. So, Fleisch war jetzt ungefähr 2 Minuten auf der Seite. Jetzt fängt er sich langsam an zu beugen. Also so eine sich zu verziehen, dann drehe ich das einmal um, wende ich das einmal, brate ich das von der Seite an und dann drehe ich das nochmal gleich, damit sich das nicht schon verbiegt und es duftet. Die frischen Kräuter, oh, das ist so, jetzt brate ich hier, aber sieht jetzt schon gut aus und es duftet. Ah, dann brate ich jetzt auch nochmal und dann werde ich das nochmal wenden. Habt ihr gesehen, wie geil die aussehen? Jetzt waren ja beide Seiten ungefähr 5 bis 6 Minuten drauf. Ich habe auch vorhin gut Deckel drauf gemacht, damit die schön auch weich werden. Und guck mal, wie lecker die hier aussehen. So, jetzt tue ich die mal in den Topf rein und mache Deckel drauf, damit die warm bleiben. Hitze wieder erhöhen. Ganzen Kräuter, alles raus. Knoblauch habe ich vorhin schon rausgeholt, weil mit Knoblauch schwarz wird er dann bitter. So, jetzt werde ich die Bratkartoffeln machen. Ja, Fett ist genug da. Jetzt kommt zuerst mein Bauchspeck, also Bacon und die Zwiebel direkt hinterher, weil die brauchen am längsten. So, die Zwiebel und Bauchspeck, Bacon ist jetzt angeröstet, Zwiebeln sind noch nicht ganz durch, aber auch nicht mehr roh, die sind für mich ein bisschen bissfest, das sind meine Lieblingszwiebeln, das ist die Metzgerzwiebel, ist etwas süßer, also brauche ich keinen Zucker dazu geben, damit die karamellisieren. Und Salz habe ich jetzt auch noch nicht reingetan, weil der Bacon ist ja von sich, von Natur aus, von Hause aus schon gesalzen. So, ich mache das etwas anders, Bratkartoffeln, wie viele das machen, oder wie die meisten das machen, oder ich auch. Ich hole das jetzt alles raus. So, jetzt kommt noch, wo ich alles rausgeholt habe. Und jetzt kommt noch ein ordentlicher Schuss Öl rein. Richtig heiß werden lassen. So, Öl ist jetzt richtig heiß, jetzt kommen schon die Kartoffeln da rein. Die werden schön scharf angebraten von beiden Seiten. Und dann
kommen schon die Zwiebeln dazu, Fleisch oben drauf, Deckel drauf, 5 Minuten ruhen lassen und genießen. Ja, die Bratkartoffeln haben jetzt etwas langsam Farbe gekriegt. Jetzt kommen schon wieder die Zwiebeln zurück. Und da wird schön mit vermengt. Ja, jetzt werde ich etwas salzen, aber minimal. Etwas pfeffern, auch minimal. Wie das Fleisch habe ich noch gar nicht gesalzen, gepfeffert. Einmal nochmal alles vermengen. Ja, und jetzt kommen schon die Koteletts zurück. Guck mal, ach, die haben Wasser gelassen, da ist ein bisschen Sud drin. Da kommt natürlich jetzt auch alles da rein. So, erst jetzt werde ich die Koteletts minimal salzen. Pfeffern werde ich jetzt nicht. So, Hitzequelle ausmachen, Deckel drauflegen und letzte 5 Minuten Fleisch und Kartoffel entspannen lassen. Und gleich sehen wir uns wieder am Tisch wieder. Fleisch, so saftig, so zart, Rösterung. Ich habe gesagt, minimal Salz, gar kein Pfeffer, Fleisch, Kartoffeln, klar. Salz, Pfeffer, Geschmack durch Becken, durch Zwiebeln, mit ein bisschen Frühlingszwiebeln oben drauf, wunderbar. Dazu ein leckeres Bier. Was will man mehr? Ein einfacher, altdeutscher Rezept, schnell, lecker, wunderbar. Ja. Ich würde mich bedanken, nachdem ihr zugeschaut haben. Dann wollt ihr mich loben. Macht Daumen oben. Wollt ihr mich wiedersehen? Haut unter die Glocke. Ansonsten passt auf euch auf. Bleibt gesund und schaltet wieder, wenn es heißt, der Gerd macht's.